Und wir schalten jetzt zum Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi. Schönen guten Abend, Herr Bürgermeister. Schönen guten Abend nach Wien. Ja, die Lockerungsmaßnahmen, könnte man fast sagen oder soll er formulieren, gehen Ihnen ein bisschen zu langsam und vor allem die Masken in der Öffentlichkeit sind Ihnen irgendwie ein Dorn im Auge. Mir gehen die Lockerungsmaßnahmen deswegen zu langsam, weil ich überall merke, wie die Leute einerseits ihr normales soziales Leben samt Kultur- und Sportveranstaltungen, aber auch das wirtschaftliche Leben dringend brauchen, damit wir als Staat wieder voll in die Gänge kommen und am Ende des Tages, da spreche ich jetzt als Finanzreferent der Stadt, wir wieder zu den Einnahmen kommen, die wir brauchen, um als Stadt alle Dienstleistungen anzubieten. Daher glaube ich, dass bei den Zahlen, wie sie in Österreich vorliegen, wir uns getrauen können, schneller zu lockern, als derzeit der Fahrplan ist. Das heißt, schneller zu lockern, alles komplett aufmachen oder schon sukzessive? Schon sukzessive, aber wenn ich mal hernehme, Kulturveranstaltungen. Wir sind ein Kulturland. Ganz viele leben von dem bis hin zum Tourismus. Und da sind Regelungen mit 10 Quadratmeter völlig unpraktikabel. Was können Sie da erwarten von der Bundesregierung? Sie haben ja einen relativ guten Draht auch zu Werner Kogler, der immerhin Vizekanzler ist. Können Sie da Druck machen, dass das schneller geht? In der Krise muss man einfach, klar, verständlich kommunizieren. Was ist angekommen bei allen? 1 Meter Abstand halten, Hygieneregel einhalten und wenn man in Räume geht, Geschäfte und so weiter, eine Schutzmaske aufsetzen. Wenn ich in einen Konzertsaal gehe, da habe ich Platz, und ich kann den 1 Meter Abstand garantieren, indem ich die Leute einfach versetzt hinsetzen lasse. Bleibt immer ein Sessel frei. Also das heißt, mindestens die Hälfte der Leute, vielleicht sogar mehr, könnten in eine Kulturveranstaltung gehen, damit der Kulturbetrieb wieder in die Gänge kommt. Dasselbe gilt für Kinos und andere Veranstaltungen auch. Dann können wir weiterschauen beim Sport. Auch da wäre es möglich, nachdem die österreichischen Fußballstadien ja nicht brechvoll sind, die könnten sich gut aufteilen auf das ganze Stadion und es geht sich mit den Abstandsregeln aus und wir kommen mit dem Kultur-, mit dem Sportbetrieb, mit dem Wirtschaftsbetrieb wieder dorthin, wo wir dringend hin sollten. Können Sie da auch einen Alleingang machen in Innsbruck? Können wir nicht, weil das vom Bund gesteuert wird und meine Bitte ist, vertrauen wir darauf, dass die Leute die Regeln verstanden haben, dass sie sie einhalten und wenn was passieren würde, dann wissen wir genau, wie wir damit umgehen müssen. Das haben wir ja zum Glück auch inzwischen gelernt. Und danke an alle, die mithelfen, dass wir trotz der Lockerungen, die seit Anfang Mai jetzt laufen, die Zahlen nicht nach oben gegangen sind, sondern weiter nach unten gehen. Und das ist erfreulich.